Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Da ich momentan mit Corona im Bett liege und ich mich nicht sonderlich gut fühle, gibt es diese Woche ein etwas kürzeres Video zu einem Side-Charakter, und zwar Ushari. Wenn du dich für König der Löwen oder die Garde der Löwen interessierst und dir meine Videos gefallen, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, um keine neuen Videos zu diesen Themen mehr zu verpassen. Und wenn du Videovorschläge für zukünftige Videos hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. So, dann starten wir los mit dem heutigen Thema. Wer ist Ushari? Ushari ist eine männliche ägyptische Kobra mit einem creme-, lila- und rotfarbenen Schuppenkleid. Oder Haut. Oder so. Anfangs lebte er im geweihten Land und dann im Schattenland. Er war schließlich auch ein Teil von Skars Armee. Zu seiner Familie ist hier nichts bekannt. Wo kommt Ushari vor? Ushari kommt in der Serie Die Garde der Löwen vor. Und er geriet auch schon von Anfang an mit Kion und Banga zusammen. Denn als Kion und Banga spielten, stolperte Banga über Ushari. Außerdem blieb ihre Baobab-Frucht, mit der sie spielten, in Usharis Mund stecken. Und in den zukünftigen Folgen wurde es nicht gerade besser. Die Garde der Löwen rettete einen Schliefer aus einem Busch, welcher dann keine 5 Minuten später von Ushari gefressen wurde. Beziehungsweise mehr oder weniger. Denn Banga konnte den kleinen Schliefer dann noch retten. Und Ushari konnte das Ganze nicht verstehen, immerhin wäre das sein Mittagessen gewesen. Daraufhin rollte Banga ihn zu einer Kugel und warf ihn weg. Ein anderes Mal landete Banga auf seinem Kopf und Ushari biss ihn aus Reflex. Allerdings konnte der Biss Banga nichts anhaben, da er dagegen immun war. Schließlich schlossen sich Ushari und Janjas Clan zusammen. Sie hatten das Ziel, Skars Geist wiederzubeleben. Und das gelang ihnen dann auch. Außerdem war es auch Ushari, der Kion seine Narbe zufügte. Und seine Geschichte endete, als er in den Vulkan fiel und starb. Abschließend könnte man sagen, dass man es vielleicht ein bisschen verstehen kann, dass Ushari so seine Probleme mit der Garde der Löwen hatte. Denn so ziemlich jedes Treffen von ihnen bestand daraus, dass Banga und er irgendwie aneinander gerieten. Und in den meisten Fällen war das nicht Usharis Schuld. Außerdem wäre Kion ohne Usharis Biss nie zum Baum des Lebens gekommen. Und möglicherweise hätte er nie Rani getroffen oder mehr über das Gebrüll gelernt. Also war Ushari für die Story ein doch echt wichtiger Charakter. Aber was haltet ihr davon? Mögt ihr Ushari oder könnt ihr seine Ansichten verstehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses kürzere Video gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!